Und jetzt kommen wir zur KI. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, habe ich direkt gesagt, ja, kann das denn die KI machen? Und die kann das in 5 Minuten. Da war ich echt baff, wo ich sagte, als Beratertrainer, da hast du vorher Tage dran gesessen. Höchst anstrengende Aufgabe. Und das macht die KI jetzt in ein paar Minuten und richtig gut. Ja. Die Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade erleben, ist so schnell, dass wir Dinge, die wir gesagt haben vor einem Jahr, das geht gar nicht, schon über eine KI halt lösen können. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Ingo Fehmarn. Ich bin Sascha Waage und heute nicht allein im Studio, sondern wieder mit meinem Kollegen Dr. Frank Thermer. Hallo Frank. Hallo Sascha, schön, dass wir wieder hier sind. Freue mich sehr. Ja, Frank, und wenn ich dich ankündige, kann ich mittlerweile sagen, herzlich willkommen zu unserer kleinen Serie innerhalb dieses Podcastes, die Serie, die sich mit neuen Technologien beschäftigt, die für Berater, für Mediatoren, aber auch Coaches besonders interessant sind und besonders hilfreich sein können. Das wollen wir sozusagen prüfen und haben diese Serie ins Leben gerufen. Das ist jetzt schon die dritte Folge. Deshalb ist es jetzt endlich eine Serie und nicht ein, wie sagt man so, ein One-Hit-Wonder oder ein One-Day-Move. Wie Ja, geht's dir, das stimmt. Frank? Über diesen Status sind wir hinaus. Mir geht's super. Ich freue mich sehr auf das Gespräch gerade. Und du hast ja vollkommen recht, ne? Die neuen Technologien für Berater, Coaches, Mediatoren sind total spannend, sind gerade wieder in aller Munde. Immer wenn ich mit Leuten spreche aus allen Bereichen, dann ist das Thema überall mit dabei. Und deshalb kommt der Podcast auch genau zur richtigen Zeit. Und wir hatten ja schon mit unserer zweiten Folge, die wir mit Sascha geführt haben, mit dem Sascha Wolter, schon gutes Feedback auch bekommen und wollen da natürlich noch ein bisschen tiefer reingehen und insbesondere prüfen, was ist denn dahinter, hinter den Technologien? Was können diese leisten, insbesondere für Berater, Mediatoren, Coaches? Und da haben wir uns heute wieder Verstärkung eingeladen. Und heute gibt es dann auch keine Namensverwechslungen mit Sascha und Sascha, sondern heute ist der Holger bei uns, Holger Gelhausen. Und ich freue mich sehr, Holger, dass du heute Zeit für uns hast, denn du bist ein vielgefragter Mensch. Und wo wir überlegt haben, wen müssen wir denn hier in den Podcast reinholen, dann ist mir ziemlich schnell am Anfang dein Name eingefallen. Und wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile und ich habe dich kennengelernt, wirklich als, bitte entschuldige, ne, aber so als Technikenthusiasten, als kleinen Technikfreak kann man fast schon sagen, der aber nimmer müde sich mit neuen Dingen auseinandersetzt und sie wirklich auf Herz und Nieren prüft. Und deshalb warst du für mich einer der Top-Kandidaten hier, den wir sofort gern in den Podcast holen wollen. Und es freut mich sehr, dass das geklappt hat, Holger. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, ihr beiden. Das ist natürlich eine sehr große Auszeichnung und Ehre für mich, heute dabei zu sein, gerade auch über das Thema KI, Beratung, Coaching in dem Kontext zu reden. Und wenn ich mich richtig erinnere, Frank, habe ich damals ganz am Anfang bei dir im Arbeitskreis der Digital Analytics eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten über Framing-Techniken, über die Kunst des Storytellings mit Framing. Und das ist, vielleicht können wir auch gleich ein bisschen später gehen, das ist was, was man wunderbar mit KI machen kann. Das wollte ich ein bisschen neugierig machen. Ja. Also ich weiß, wir haben nach dem Vorgespräch haben überlegt, worum geht es eigentlich bei dem Holger? Also mir ging das zumindest so, das ist so abgefahrenes, ich sag mal so, Zeug gewesen, dass ich dann dachte, okay, wir nennen das einfach jetzt Workflow. Das war der Begriff, den du am häufigsten genannt hast. Und da werden wir uns auch gleich reinarbeiten. Vielleicht aber vorher ein paar Worte zu dir, so, weil ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, wie du denkst, wie du an die Dinge rangehst, zu wissen, wie du dahin geworden bist, wenn ich das mal so sagen darf. Denn wenn ich jetzt so bei dir, wir sind ja im Zoom und das wird auf YouTube auch mit Foto oder mit dem Video auch unterlegt sein, bist du erkennbar mit einer ganz untechnischen Fotografie, da ist eine Palme, da ist ein Meer, sozusagen das ganze Gegenstück dessen, was du als Arbeit machst. Wer bist denn du, Holger, wenn jemand mal so ganz direkt nachfragt? Ich würde sagen, eine Seite von mir ist aus der Historie so geprägt. Ich habe Elektrikerlehre gemacht und ich war sehr schnell Vorsitzender der Jugendvertretung und wir hatten 120 Auszubildende, da musste ich Reden schreiben, da musste ich alle möglichen Dinge tun. Und dann hatte ich das Glück, direkt mit 18 auf ein Rhetorikseminar zu gehen beim DGB in Hattingen. Ich war 18 und der Rest war dann so jetzt in meinem Alter, also 40 Jahre weiter. Und
Was wichtig und Meilenstein danach in der Entwicklung war, dann habe ich eine Veranstaltung ins Leben gerufen, der Weg zum Elektroingenieur, der Weg zum Maschinenbau, und habe ganz viele Professoren eingeladen, die diese Studiengänge vorgestellt. Und einer, der Professor Greif, hat einen Vortrag gehalten Der über Siegfried? Greif, Professor Greif, Greif, Greif. Siegfried Greif, kann das sein? Ja, es kann sein, FH Köln. Ja, mit dem haben Und wir ja einen Podcast gemacht. ja! Großer Coaching-Experte. Ja, der hatte den Vortrag gehalten über die Kunst zu lernen oder die Lernen zu lernen. Ja. Und das war ich natürlich mit 20, war ich natürlich sehr geflasht davon. Da war ich noch nie im Leben gekommen. Und dann habe ich immer geguckt, wie kann ich lernen zu lernen? Und dann bin ich auf Glück auf Mindmapping gekommen. Und dann bin ich auf dem Friedrich-Ebert-Kurs, Seminar über Moderationstechnik, auf Mindmapping. Dann habe ich da weitergelesen. Dann habe ich so Gedächtnistrainingskurse am Ende gegeben und habe dann auch während dem Studium immer wieder versucht, multidisziplinär an Themen ranzulegen. Und mein großer Glück war dann, und das zeigt so ein bisschen jetzt auch meine Historie aus, dass ich habe schnell eine Firma gegründet, vor einem Jahr, auf einem anderen Jahr hatte ich 30 Mitarbeiter. Und was mich gerettet hat, war so der Ansatz, die Kunst vernetzt zu denken von Frederik Vester. So, das heißt, ich hatte dann das verschlungen, weil das meinem Denkstil hinterkam. Also Frederik Vester hat eine Methode entwickelt, wie man Einflussfaktoren in Netzwerken darstellen kann, wann Systeme übersteuern, und aber auch, er hat den Ansatz, dass man auf 7 Perspektiven auf ein Problem schaut. Und das hat mich total fasziniert, weil das kam meinem Denken nach. Und danach habe ich Methoden entwickelt für große Migrationsprojekte. Das heißt, wir haben damals unser Business so aufgebaut, 9 Versicherungen wollen an einem Stichtag migrieren von einem Betriebssystem auf andere. So, und das Problem war nie die Technik, sondern die Menschen, das Stakeholder-Management. Also das Problem war nie die Menschen, sondern dass man die Menschen nicht richtig angesprochen hat, nicht richtig eingebunden hat. Und aus dieser Denkeweise heraus von Frederik Vester, da war ich ganz schnell bei Dave Snowden in dem komplexen Umfeld, heraus habe ich meine Blickwinkel, meine Methoden geschärft. Und dann kommt man ganz schnell auch in die von der Außenwelt in die Innenwelt. So, dann bin ich hängen geblieben bei Gunter Schmidt, hypnosystemischen Ansatz oder auch das innere Team, und habe dann gemerkt, dass mit diesen Ansätzen ich viel besser auf die Menschen zugehen kann, sich zu verstehen und in Projekte einzubinden. Und dann war es dann über diese Zeit, kamen dann auch wieder Leute zu mir und sagten: Holger, hier liegt ein Projekt schief, kannst du das nicht retten? In Anführungszeichen. Also habe ich solche Projekte gemacht. Aber das Entscheidende war immer die menschliche Komponente. Wie trittst du auf? Wie kannst du Menschen integrieren? Und dann hat mir dieser psychologische Arm wunderbar geholfen, dass ich würde mich immer noch als Laie bezeichnen, aber dass ich viele Modelle kenne. Im zweiten Punkt, dass ich natürlich sage, ich habe schon eine Menge Fehler selber gemacht, also mit Fehlern umgehen kann. Und der dritte Punkt, was mir hilft, dass ich ein gutes Verständnis, weil ich habe allgemeine und theoretische Elektrotechnik gemacht, von Technologien habe, aber nicht, ich bin kein Entwickler mehr, ne? Also so, also dass ich diese Arme, also das heißt Psychologie, mein eigenes, ich sag mal, Unvermögen, ne? Also dass ich das ehrlich zugeben kann, was ich weiß, was ich nicht weiß, und die Technologie zusammenbringen kann. Und das hat, glaube ich, ist eine Seite, die mich dann auszeichnet, getrieben von einer Neugier auf Themen, auf Inhalte. Und das ist das, was ich mich mal so bezeichnen würde, als einen neugierigen. Wir sind da so ein bisschen nerdig alle. Also ein Neugieriger, der dahinter steckt. Das heißt sozusagen, für dich hat KI nicht begonnen im September, November vor 1,5 Jahren, als ChatGPT dann auch für die breite Masse verfügbar war, sondern du bist auch dort reingewachsen in diese Technologie Ja, schon viel, viel eher. Ja, also die Technologie, das war ja in meinem Studium schon so, dass es anfing mit Projekten, KI, künstliche Intelligenz. Das war aber dann, Verbmobil gab es dann auch so Projekte, gefördert von bestimmten Ministerien. Aber es gab dann, das war aber noch zu weit weg. Das war alles so mathematisch. Das war alles aus dieser Welt, wo du erstmal ein Mathematikstudium brauchst, sagen wir mal. Und was in den letzten 3, 4 Jahren ja passiert ist, ist, dass diese Technologie aus dem Schattensein der Mathematiker in die Anwendung rübergekommen ist. Und ich habe mich aber sehr aufgrund meines Arbeitsfeldes KI und Strategieberatung, also Strategieberatung, IT-Beratung, sehr früh dann vor 3, 4 Jahren mit No-Code-Plattformen beschäftigt, mit No-Code-Tools,
die es einem ermöglichen, seine Business-Bedürfnisse fast wie Lego-Bausteine zusammenzusetzen. Ja. Weil früher hieß das immer, ja, das kostet 300.000 Euro. Dann Weil müssen du wir die Software, dann programmieren dauert das ein musst. halbes Ja. Jahr. So. Und daher komme ich jetzt, dass ich diese ganzen Dinge, die ich als Berater, als Coach, als Trainer, Beispiel. Ich habe auch mal 70, bei einem Kunden 70 Vertriebsleute ausgebildet. Ich war bei Microsoft im International Partner Advisory Council, habe einen Vortrag gehalten 2010 in Washington. Ich war in Seattle, ich war in Redmond und immer über so Visual Sales. Also wie kannst du Themen besser vermitteln? Wie kannst du Dinge umsetzen? Und habe natürlich, und jetzt kommt der Punkt zur KI, ich habe natürlich immer in bestimmten Ansätzen nach Reframings gesucht. Das ist ja auch ein Beispiel, glaube ich, wo ihr stark mitarbeitet im Mediationsbereich, im Coaching-Bereich. Wie kannst du anders auf Themen gucken? Und dann habe ich im Reframing-Ansatz habe ich sehr schnell dieses Sleight-of-Mouth-Modell von Robert Dilts benutzt. Das heißt, wie kannst du Glaubenssätze identifizieren? Und jetzt kommt der Punkt, dass wenn du natürlich aus einer Sales-Sicht, wenn du sagst, ich habe hier mein tolles Angebot, ich habe ein großes Projekt, ich möchte pitchen. Dann musst du dich natürlich so gut wie möglich darstellen, aber nicht nur die, sondern du musst natürlich verstehen, was der Kunde will, was die Glaubenssätze des Kunden sein könntest und du musst die antizipieren. Das heißt, dass der gar nicht auf die Idee kommt, nee, bei uns ist es doch anders, Herr Gelhausen. Und dann habe ich mit dem Sleight-of-Mouth-Modell von Robert Dilts gearbeitet, mit der Hand. Und das heißt, man nimmt Glaubenssätze und versucht, die Glaubenssätze abzuschwächen, zu reframen. Und Robert Dilts hat ein Modell entwickelt, was 14 Reframing-Ansätze bietet, Ursache und Wirkung zu verändern. Und das war mega anstrengend. Also wenn man da jetzt sitzt und das umsetzt, das war mega anstrengend. Hoher kognitiver Aufwand. So, ich komme gerade wieder zurück, ich mache noch den Satz fertig und dann habe ich und dann habe ich dann an manchen Reframes für strategische Präsentationen, habe ich 3, 4 Tage gesessen, auch die Bilderwelten. Und jetzt kommen wir zur KI. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, habe ich direkt gesagt, ja, kann das nicht die KI machen? Und die kann das in 5 Minuten. Mir 14 Reframes bauen, mir 10 Glaubenssätze analysieren. Und dann war ich baff. Ja. Da war ich echt baff, wo ich sagte, als Beratertrainer, da hast du vorher Tage dran gesessen. Höchst anstrengende Aufgabe. Und das macht die KI jetzt in ein paar Minuten und richtig gut. Ja. Und das waren so Schlüsselmomente, davon gibt es jetzt ganz viel, wo ich sagte, boah, das mache ich jetzt nicht mehr mit der Hand. Das lasse ich die KI machen. Ja, deshalb, da ist die Verbindung zur Mediation ganz, ganz kurz. Also Robert Dilts hat auch in dem ganzen Thema Konfliktmanagement und auch Mediation seine Spuren hinterlassen, eben durch das Thema Perspektivenwechsel, Glaubenssätze. Insoweit ist das eine ganz, ganz enge oder ganz kleine Brücke. Frank. Genau. Ich glaube, was du gut beschrieben hast, Holger, das haben wir auch in den letzten Podcasts schon beleuchtet, ne? Wir haben so einen Punkt erreicht im Bereich, im Themenfeld künstliche Intelligenz, wo jetzt ganz viele Dinge zusammenfallen. Das eine hast du schon gesagt, nur No-Code, Low-Code-Ansätze. Also ich muss wirklich nicht mehr der Technologieexperte sein oder irgendwie programmieren können oder ähnliches mehr. Ich muss nicht mehr in diese Mathematik eintauchen, ne? Es gibt ganz viele Anwendungen und Lösungsmöglichkeiten, auf die ich schon aufsetzen kann, die mir Dinge anbieten. Und es ist irgendwie vom Preis her natürlich aus mittlerweile so erschwinglich geworden für jedermann und jede Frau, dass ich ganz, ganz schnell auch mal Dinge ausprobieren kann, wieder verwerfen kann, ohne mich so festlegen zu müssen. Du hast vorhin gesagt, was war früher irgendwie im Bereich von sechsstelligen oder siebenstelligen Beträgen, da musste man ganz viel Hirnschmalz auch reinstecken. Das ist mittlerweile auch für ja, alle Menschen zugänglich zu einem Preis, der unschlagbar ist tatsächlich. Und das führt uns ja auch so ein Stück weit dann in diese Richtung, was fangen wir denn jetzt damit an? Also viele, die uns gerade zuhören, sind Berater, Coaches, MediatorInnen, und stehen manchmal auch so ein bisschen erschlagen vor dieser neuen Technologie und wissen nicht so recht, was fangen sie denn damit an. Ne? Auf der einen Seite ist es irgendwie sehr faszinierend zu sehen, was da alles geht, gerade weil das ja Sprachmodelle sind und wir ja auch in unserem Business mit Sprache sehr stark unterwegs sind. Das heißt, man hat so ein bisschen vielleicht die Befürchtung, boah, was kommt da und ne, ersetzen die uns mal, sind die besser als wir? Und auf der anderen Seite musst du aber auch gucken, was kann ich davon vielleicht jetzt schon benutzen und übernehmen, um mein Business leichter zu machen. Du hast das ja schon ein bisschen beispielhaft erläutert, was da an Möglichkeiten besteht, wie viel Zeit man auch einsparen kann. Und du hast ja da auch vieles ausprobiert, ne? Aktuell bist du ja mit dem Themenfeld KI Insights sehr präsent. Wenn man sich mal auf die Suche nach dir macht, findet man diese Academy, glaube ich, oder kannst du vielleicht kurz noch erläutern, was ihr da genau tut. Und da
Berichtest du ja sehr anschaulich über Dinge, die du ausprobiert hast, was du in diese Workflows reinbaust. Vielleicht kannst du da kurz aus deinen Erfahrungen so ein bisschen berichten, vielleicht auch so mit Blick auf das Konfliktmanagement. Was hast du da schon für tolle Dinge ausprobiert und wo war der Aha-Effekt besonders groß bei dir? Der Aha-Effekt ist so, dass man Modelle, die man jetzt zum Beispiel, ob das jetzt das innere Team ist oder wenn man auf Konfliktmanagement jetzt geht, ich würde mal so transformatives Szenario Planning betrachten. Also da gibt es ja einen Ansatz von Adam Kahane, den ich sehr interessant finde. Das heißt, in so einem, das wird ja in der Mediation ähnlich sein, auf dem Weg einer Transformation, einer Mediation, musst du dich ja selbst verändern mit. Das heißt, du entwickelst dich mit deinen Haltungen weiter, weil sonst würde es ja immer so bedeuten, du, der andere. Was diese KI dann für uns lösen kann, und das habe ich jetzt zigfach auch auf meiner Webseite KI Insights in Prompts mal getestet, ist als erstes mal eine Antizipation der Umgebung. Das heißt, man könnte jetzt, und das habe ich gemacht, habe mit der KI gebaut, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Thema in ein Unternehmen reingehe, dann ist es natürlich so, dass ich mir gerne schon mal die Key Player gucke, die dort sind, und der Kontext des Unternehmens. Also das heißt, müssen die gerade abbauen, wollen die einstellen und so weiter. Und dann komme ich mit dem Thema und habe ich mir so einen Workflow gebaut, der mir dann sehr hilft und sagt, was könnten denn die Hypothesen sein jetzt, die über diese Technologie jeder von diesen Stakeholders hat? Und was könnte ich denn für diese Hypothesen, meines Ängste und Sorgen, was könnte ich denn jetzt tun, damit ich die Hypothesen abschwächen kann? Und wenn ich dann 7 Stakeholder habe und dann habe ich 35 Hypothesen und habe 5 Ideen zum Abschluss, dann habe ich auf einmal auch 200 Lösungsmöglichkeiten, die ich auf Knopfdruck erzeugen kann. Und das bedeutet für Berater und Coaches, wenn sie die KI erstmal als Sparringpartner ansehen, als annehmen, dann kann ich sagen, ich kann die KI in Workflows packen, in Prompts. Also ich nochmal, ich habe zum Beispiel das Polarity Mapping von Barry Johnson genommen. Also wie geht man mit Polaritäten um? Oder die Amerikaner haben einen sehr guten, interessanten Ansatz, Reframing Organizations von Bollmann und Diehl. Das heißt, wie kann ich aus der Organisationsbrille, wie kann ich auf ein Unternehmen gucken und Lösungsmöglichkeiten mehr strukturell, prozessual, ja, aber ich muss besser mit den Leuten reden. Also man kann natürlich auf ein Problem immer aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen und Lösungsmöglichkeiten machen. So, das heißt, diese Methoden habe ich in Workflows und Prompts umgesetzt und sie helfen mir auf den Knopfdruck aus meinen blinden Flecken rauszukommen. Weil eins müssen wir doch klar sein, also jetzt in meiner Perspektive, ich vergesse manchmal Sachen, ich vergesse manchmal nicht. Ich habe mal zum Beispiel einen KI-Workflow gebaut, der für mich die Auftragsklärung baut. Lass uns mal bei dem Punkt Ja, bleiben, ja, ja, ja. um sozusagen zu verdeutlichen, was du meinst, wenn du sagst, ich habe das in eine KI gebaut und die hilft mir, meine blinden Flecken oder meine Vergesslichkeit jetzt zu managen oder geringer werden zu lassen. Das heißt, und wir haben ja das Thema im Aufsatz angesprochen, ne, die KI als Sparringspartner nehmen. Das heißt, ich habe entweder mein Telefon, da kann ich reinsprechen und mit ChatGPT reden, oder wir nehmen jetzt mal ChatGPT der Einfachheit halber. Ne? Gibt auch sicherlich andere. Oder ich habe meine Eingabe auf dem Computer. Was meinst du mit, ich nutze sie als Sparringspartner, um meine blinden Flecken zu verhindern? Und was braucht es, dass diese KI das kann und nicht die zum Beispiel auf einem anderen Computer online abrufen kann. Also du musst sie ja irgendwie vorbereiten nochmal oder hast sie vorbereitet. Also das Erste ist natürlich zu verstehen, in welchem Arbeitsumfeld man arbeitet und die Dinge, die man manuell oft macht oder auch nicht macht, weil sie zu zeitaufwendig. Also ich habe eine Prompt-Bibliothek aufgebaut dahinter. Das bedeutet, dass ich jetzt sagen kann, auf Knopfdruck, beleuchte mir mal dieses Problem nach dem Tetralemma-Ansatz von mir, der Matthias Wager von Qibit. Und was könnte das fünfte Element sein? Also jetzt für die Insider Ja, und aber das kannst du so so. reinschreiben als Eingabe dann und Ja, ich habe, ne, andersrum. Also ich habe erstmal eine Prompt-Bibliothek. Diese Prompt-Bibliothek hat bei mir auf der Webseite KI Insights/Denkwerkzeuge, gibt es so 6, 7 von diesen Denkwerk-Prompts oder Denkwerkzeugen beschrieben. Das heißt, ich habe eine Prompt-Bibliothek, die mir in meinem Arbeitsbereich methodisch Themen untersucht. Diese Prompt-Bibliothek kann man sich so vorstellen, das ist in einem Excel-Sheet drin. Das heißt, in jeder Zeile ist so ein Prompt. Teilweise sind die bis zu 2 Seiten.
Ich habe interaktive, aber ich habe einfach sagen, mach das mal. Und dann gehe ich zum Beispiel in so einem Modell hin, in einer Datenbank, wie zum Beispiel Airtable. Airtable ist so ein Excel im Netz. Und dann gebe ich das Problem ein mit Kontextfaktoren. Und dann suche ich mir den Prompt aus und sage, ich will diese Aufgabe mit dieser Prompt-Bibliothek, mit dieser Methode bearbeiten. Dann kriege ich eine Liste von Methoden. Ich kann aber das aber auch direkt so machen und sagen, guck mal hier, nimm doch mal den ersten Prompt und das Ergebnis des ersten Promptes nimmst du in einen zweiten Prompt. Mach daraus einen Blogpost oder mach daraus einen Tweet. Das heißt, was wir brauchen oder was ich gebraucht habe, was ist mein Arbeitsumfeld? Und jetzt kommt der Punkt, was ich immer gemacht habe und was ich aber immer mal machen wollte. Ihr kennt das auch im Beratungsauftrag. Man könnte das noch machen, aber dann ist der Kunde, hat wenig Zeit, man hat vielleicht nur ein paar Stunden bezahlt bekommen. Aber eigentlich wäre es noch schön, wenn man diese Perspektive noch mit reinbringt. Und dafür habe ich mir alle KI-Tools gebaut. Und diese KI-Tools kann ich dann ganz einfach über Airtable, indem ich das Problem beschreibe, die Prompts aussuche, aus der Bibliothek dann auf Knöpfchen drücke. Ich lasse mir sogar manchmal auch, wenn ich ein Problem habe von der KI, sagen, wie würdest du das denn jetzt lösen? Die KI weiß, welche Prompts-Bausteine habe und die gibt mir Vorschläge. Das Und heißt, du das hast so ist ein das, was Stück ich weit, baue. wenn ich das richtig verstehe, Holger, deine Vorgehensweise und wie du arbeitest, dein ganzes theoretisches Wissen, was du dir angeeignet hast, hast du jetzt so ein Stück weit ausgelagert in solche Tools, in die KI, hast dir verschiedene Bausteine in dieser Bibliothek erzeugt, die über die Workflows miteinander verschachtelt und verdrahtet und kannst jetzt auf Knopfdruck quasi deinen Gedankengang, den du sonst ja auch hast, aber manuell vielleicht durchgehen müsstest über längere Zeit, kannst du jetzt ein Stück weit automatisieren, von der Maschine übernehmen lassen und dir die Ergebnisse zurückholen. Ist das so? Ja, genau. Und ich lasse mir dann auf bestimmte Aufgaben, jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Storytelling-Ansatz. Ich möchte das war so ein Beispiel, letzt auch mit einem Geschäftsführer für ein Transformationsprojekt. Und dann braucht man natürlich auch ein Kommunikationskonzept. Wann spricht man mit wem und welche Wörter nutzt man und so weiter. Dann habe ich in 4 Stunden mit dem das Kommunikationskonzept auf Basis einer Kernmetapher entwickelt. Das heißt, auf Basis einer Baumetapher. Und wenn man das vom Storytelling so gut macht, macht man eigentlich immer ist und soll. Ja? Moment haben wir noch auf Sand gebaut, aber was wir brauchen, ist ein stabiles Fundament. Ja? Ist und soll Vergleiche. Das wirkt für die Menschen, können sich merken. Und dann sind wir hingegangen und haben das in 4 Stunden entwickelt. Das ganze Projekt in einer passenden Storytelling, damit auch erstmal alle abgestimmt sind. So, was jetzt kommt. Ich lasse mir solche Sachen vollautomatisch in Elf-Metaphern-Systemen bauen. Automatisch. Weil es kann ja gut sein, du kommst zu einem Kunden und auf einmal sagt er, ja, Herr Gelhausen, das ist mir ganz oft passiert, bitte nehmen Sie das Wort Visionen nicht. So, das heißt, und dann hast du nachher ein Metaphernsystem aufgebaut, und dann kannst du es nicht nehmen. Und deshalb lasse ich mir direkt 10, 12 Metaphernsystemen. Habe mir eine Dissertation rausgesucht über die europäische Verträge, wie man das aus dem Metaphernsystem analysieren kann. Da waren dann 15 Metaphernsysteme drin, war eine gute Dissertation und habe mir daraus die Metaphernsysteme und mit der KI bauen lassen. Also aber immer mit Kern, was sind die Artefakte, was ist, was ist soll dahinter und dann habe ich komplettes Storytelling-Gerüst. Und das heißt, wie würdest du das für dich beschreiben, was die KI gerade macht oder tut? Also ist das für dich jetzt ein verlängerter Arm? Ist es Holger 2.0? Ist es irgendwie ein Sparringspartner, wie wir gesagt haben? Ne? Einfach jemand, der dich nochmal ein bisschen challenged und auf blinde Flecken irgendwie guckt. Wie schaust du selbst auf diese ja, Werkzeuge und auf diese technischen Möglichkeiten, die du dir geschaffen hast? Aus mehreren Perspektiven. Als erstes möchte ich, dass ich aus meinen blinden Flecken rauskomme. So, wenn man jetzt so ein bisschen metaphorisch reden, Pionier, Siedler, Städteplaner, kann man ja auch so ein Metaphernsystem, ein Archetypensystem. Komme oft aus dem Pionierdenken. Ja? Pioniere, neues, tolles, Features. Die Siedler, die kommen ganz oft aus dem Thema. Also, die Siedler haben Angst, ausgeschlossen zu werden. Das ist so ein bisschen, es ist ein Modell. Ne? Nähe, Verbindung. Und dann die Städteplaner, die machen das wieder ganz ordentlich, hocheffizient, Status. Ich komme ganz oft aus dem Pioniermodell. Und wenn ich nicht aufpasse, bleibe ich da auch drin. Wenn ich aber Menschen habe auf der anderen Seite, die vielleicht im Siedler- oder im Städteplanermodell unterwegs sind, von ihrem Kern naturell, dann verstehen die mich meistens nicht. Und deshalb nutze ich oft die KI, um zu sagen, ja, was würde jetzt ein Städteplaner oder ein Siedler denn darüber? Wie werden die Argumente für einen Städteplaner oder Siedler? Also ich nehme es erstmal als Hilfsmittel, meine Perspektiven zu erweitern.
Ja. Ja, Erstmal, als erstes. okay. Dann noch das Zweite und es kommt Ja, dann auch mal mit einer der zweite Zwischenfrage. Punkt ist, ich nutze das, um, und meistens ist man ja als Berater und Stratege dann aufgebaut, Probleme zu lösen. Ja, das ist ja so, das und das, oder Herausforderung oder Sparringspartner. Ich nutze es als zweites, um Probleme, Herausforderungen aus mehreren Perspektiven mit mehreren Methoden aber auch zu durchleuchten. Am Beispiel, ich könnte ja Storytelling ist recht einfach. Man könnte ja die Heldenreise nehmen, man könnte das Rattle-Modell nehmen, man könnte jetzt, es gibt ganz viele. Ja, so. Da ich aber manchmal gar nicht weiß, was im Moment passt, möchte ich in den Baukasten treffen und mal sagen, nee, jetzt aus diesem Grund, manchmal sind die Dinge auch intuitiv, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann. Dann sag mal, das Modell gefällt mir besser. Also wäre vermessen, jetzt zu sagen, dass ich alles rational erschließen kann. Sondern dann vom Gefühl fällt mir das dann besser. Aber dann habe ich das schon fertig. Also ich erweitere erstmal meinen Lösungsraum damit, indem ich mehrere Modelle nehmen kann und diese mehreren Modelle mir von der KI erarbeiten kann. Grundlage ist aber natürlich, dass ich die Modelle verstehe. Weil dann kann ich auch sagen, was jetzt am besten passt. So, das Also, heißt, ich nutze das als Werkzeugmodell. Der dritte Punkt ist, ich nutze das natürlich auch als Effizienzmodell. Also das als Effizienz, wenn ich bestimmte Dinge dann automatisieren möchte, wo ich vielleicht vorher Stunden dran gesessen habe. ja. Beispiel gestern. Warte, Genial. wir haben Ja? ja das Beispiel von vor uns. Also der Punkt, der scheint mir erstmal einleuchten, das ist Ja. eine Effizienzsteigerung. Du Ja. hast das ja gebracht, früher hast du 4 Tage gebraucht, jetzt sind es 5 Minuten, zumindest, naja, vielleicht nochmal ein bisschen was vorarbeiten, diese KI zu bauen, aber dann ist sie da. Das ist mir sofort einleuchtend, dass du, aber auch wir oder wir Berater, was wir früher, ne, mit einer Folie gemacht haben, und da haben wir mal eine PowerPoint gemacht, dann hat man nach 5 Jahren irgendwie 10 PowerPoints, die erste hat man wieder vergessen und so, und man muss es Genau. wieder wachrufen. Das scheint mir alles sofort viel umfangreicher zu sein, was wir an Wissen also aktualisiert haben können, und dass wir das auch nutzen können und beim Berater nicht mehr nur auf das zurückfallen, was uns gerade einfällt, sondern mit der KI haben wir wie so ein zweites Gedächtnis, ne? Frank, du hattest irgendwie dieses Beispiel 2.0, so ein zweites absolutes Gedächtnis, was da ist. Und wir kommen noch zu den Nachteilen, so ein Gedächtnis zu haben, ne? Aber das klingt mir erstmal noch nicht so sehr danach, dass die KI das Bild erfüllt, was viele davon haben. Da ist so ein anderes, fast schon intelligentes, zweites Wesen, das mir zur Hand geht. Also, ne, wir haben ja mit dieser künstlichen Intelligenz häufig so ein Bild vor Augen. Das wird auch als Bild so dargestellt, dass da so ein Maschinenroboter ist, der einfach dann alles parat hat. Würdest du, also dann, was ist das grundlegend Neue für dich mit KI? Ja, Holger, du hast das ja die letzten Jahre und Jahrzehnte mit entwickelt gesehen. Ist das wirklich so was irgendwie eine Zeitenwende bedeutet, auch in der Technologieentwicklung? Und was auch Ja. für dich als Berater dann wirklich eine Zeitenwende ist und nicht nur ein Effizienzsprung? Ja, also das ist ein Sprung, ein Technologiesprung. Ich würde ihn echt, würde ihn wirklich so vergleichen wie mit der Dampflokomotive, ne? Also es ist richtig, also eine Dampf, es ist richtig ein Sprung, dass viele Kompetenzen, die sonst Menschen hatten, in die KI jetzt laufen. In manchen Bereichen noch sehr, sehr gering, das steigert nochmal. Beispiel jetzt mal. Video Editing, also das heißt Color Grading. Boah, das habe ich mir vor 3, 4 Jahren dann da Videos Color Graden. Ja, das heißt, dafür musstest du eine richtig gute Ausbildung haben. Dafür musstest du das können. Und es war so aufwendig. Und heute machen das die Programme dahinter, machen das automatisch. Das heißt, Color Grading, perfektes Color Ach, Grading. das Das wäre heißt, sozusagen, was früher schwarz-weiß war, hat man dann koloriert gesehen, und dann hat man endlich mal so Bilder von früher in Farbe. Das meinst du mit ja, also das heißt, wenn aufwendig? du jetzt ein Video machst zu Hause und die Farbtöne stimmen nicht, weil dein Licht nicht das ist. Und deshalb gehen dann zum Beispiel Videofilme oder Kinofilme, die haben meistens eine Farbstruktur, dass die ausgewogen sind, dass das so ist, Sin City zum Beispiel, ne? Und dann ist es so, dass viele Kompetenzen, die wir Menschen haben,
aufgrund von Spezialwissen in die KI jetzt reinlaufen. Und das ist ein Fakt. Das heißt, dieser Sprung ist jetzt so groß, was von nicht nur, also wir haben ja klar Produktivität, aber auch Effizienz. Es ist so, dass, wenn man ganz ehrlich ist, was da in 3, 4, 5 Jahren ist, also ich glaube nicht, dass man da seriös schon sagen kann, nee, nee, also das wird mich nicht tangieren oder es wird mich nicht umsetzen. Die Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade erleben, ist so schnell, dass wir Dinge, die wir gesagt haben vor einem Jahr, das geht gar nicht, schon über eine KI halt lösen können. So, das heißt, Dinge, die wir jetzt auch als Berater teuer bezahlt werden, können zum Teil auch die KI machen. Also Beispiel, das wollte ich gerade noch sagen. Seit 5 Tagen gibt es so, eine Woche gibt es dann ein bisschen länger, gibt es ein Projekt von der Stanford University, das nennt sich Storm. Das heißt, du gibst irgendein Thema ein und das schreibt dir innerhalb von 6, 7 Minuten einen Wikipedia-like Artikel über ein bestimmtes Thema. Die gehen aber so vor und sagen, ey, die Frage, welche Experten müsste ich dann hinzuziehen, also auch dieser Ansatz von Frederik Fester, und welcher Experte würde zu welchem Thema welche Fragen stellen? Und dann machen die einen Search übers Web, über hunderte von Artikeln, und schreiben die am Ende einen Artikel, der die ganzen Links hat, der eine Summary hat. Das heißt, an solchen Research-Aufgaben wäre ich früher 3 Tage drin gesessen. So, das bedeutet, ich will, wie weit bestimmte Berufe auch von uns Beratern in bestimmten Bereichen von der KI erfüllt werden, will ich gar nicht, kann ich gar nicht seriös abstecken. Die Geschwindigkeit ist so radikal schnell, dass eigentlich man nur sagen kann, seriös, was ist dein Arbeitsbereich? Wo kannst du Nischen finden, dass du dort, was du gerade sagst, Sascha, dass du von deinen 10 Slides, die du seit 5 Jahren machst, wegkommst, weil der Punkt wird sein. Gutes Beispiel. Ich hatte letzte Woche einen Workshop gemacht für eine systemische Beratung. Und wir haben so 30 systemische Berater. Und die jetzt auch überlegen, wie können wir viele, das ist jetzt spannend, hochautomatisiert und hochmenschlich sein. Das ist so ein Spannungsfeld, ne? Hochautomatisiert und gleichzeitig in der Beratung viel mehr Zeit mit den Menschen verbringen und dass man auch besser aufpassen, dass man nicht immer Notizen schreibt, wieder hochguckt, hat man nur die Hälfte verstanden, sondern wie können wir die Beratung aufgrund das Problem zu verstehen viel besser? Und jetzt wird der Punkt kommen, wo die Beraterwelt tangiert sein wird. In manchen Beratungskontexten ist es ja besser, du gehst zu zweit rein, weil man selbst ja blind ist und so weiter. Es wird kommen, perspektivisch, Hypothese von mir, wo man früher mit 2 Beratern drin war, dass der Kunde irgendwann mal sagt, sag mal, kannst du da nicht eine KI mit reingeben? Warum muss ich den zweiten Berater noch bezahlen? Also statt eines zweiten kommt die KI mit dazu. Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen es. Das ist die gerade schon da ist, ne? Ja, Die genau. KI. So, und da kommt es dann, also das, denke ich mal, ist abzusehen, weil die ganzen Fleißarbeiten. Also Beispiel, früher hast du ja in der Beratungswelt, machst du Interviews und dann nimmst du ja die Interviews auf. Also kannst du das ja auch anonym machen, aber ein Unternehmen, wo sagt, für uns ist wichtig, mit den Leuten zu sprechen, dann nimmst du dann, das ist ja auch eine Form der Intervention, die ein Maßstab ist. Da gehst du ja normalerweise mit 2 Leuten hin, dann schreibst du auf, hast entweder ein standardisiertes Interview oder du hast ein narratives Interview, wo du open-ended, also keine Fragen, die Frames vorgeben, also non-hypothetical questions. Clean language, sagt man ja auch dazu. Dann schreibst du ja mit oder transkribierst, was die Leute sagen, und am Ende versuchst du ja Muster zu finden. Gibt es Muster in verschiedenen Interviews? Und das wird alles die KI machen. Das heißt also ganz konsequent muss man auf jeden Fall die Beratung, die wir heute ja so face to face aufnehmen, was gleichzeitig heißt, wir nehmen sie nicht auf. Also sie wird nicht gespeichert, sie wird dem Wind überlassen, damit zum Beispiel das Thema Vertraulichkeit geschützt ist und damit ja überhaupt ein vertrauliches Gespräch entsteht. Das heißt, in Zukunft werden wir unsere Gespräche aufnehmen. Und zwar nicht nur, wenn wir Online-Beratung durchführen, sondern höchstwahrscheinlich auch, ich gehe zum Kunden und ich mache das Aufnahmegerät an, damit ich die KI überhaupt füttern kann. Noch schlimmer, du wirst ab August kriegst du für 99 Dollar ein System, was du als Kette tragen kannst, ist jetzt vor 3 Tagen announced worden.
Das nimmt automatisch erstmal nur deine Stimme auf. Ja, du kannst auch, wenn der Kunde sagt, darf ich das aufnehmen, sagst du jetzt bitte nimm auf und dann nimmt er das automatisch auf und überträgt das. Das heißt, erst mit der Kunde, da könntest du auch jetzt sagen, bitte ab jetzt aufnehmen oder nicht aufnehmen. Das heißt, du hast das sogar schon als Kette um dir. Trotzdem, die Unternehmen werden ja, ein Punkt wird ja sein, es wird immer ein Wettbewerbs- und Kostendruck sein. Die Frage ist, wie kannst du ein Containment aufbauen, was ohne Aufnahme, aber wie kannst du an einem bestimmten Punkt sagen, diese Dinge kann ich jetzt in einen Prozess bringen. Und dieser Containment-Prozess, aber jetzt machen wir mal ein Beispiel. Du bist ja mit einem Beratungsauftrag ja unter Zwängen. Zwänge heißt oft, bist für so und so viele Tage eingekauft. Jetzt könntest du aber hingehen und könntest sagen, mit einer KI, die macht ja 50% deiner Arbeit, könntest du aber sagen, ich nutze aber für das Containment, für das Kennenlernen, wenn der Kunde auch so viel Zeit hat, mehr Zeit, um das richtig mit dem zu verstehen. Ich komme vielleicht von der Beratung noch ins Coaching rein und helfe dem, die Dinge so zu verstehen ohne KI. Aber der Rest meines Auftrages macht die KI. Und das wird jetzt interessant sein, weil hiermit wird auch eine Verschiebung stattfinden. Beispiel, ich mache ja, ich mache Warte, ganz kurz, normalerweise, ja, ein Satz, da komme ich zurück. Ich mache ja sonst keine Kommunikationsberatung, ich mache Sales Pitches. Aber da ich den im Transformationsprojekt der Geschäftsführer gesehen habe, sag mal, Holger, kannst du nicht auch für mich machen? Das heißt, ich habe mir einen Bereich Kommunikationsstrategie genommen, den ich vorher gar nicht gemacht habe, mit der KI. Und er war sehr happy. Gehen wir mal zurück sozusagen aus der Zukunft in die Situation jetzt. Was heißt das für Berater, die in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, einen Laptop internetfähig zu bekommen und einen Browser zu bedienen, die sogar eine Webseite sich gebaut haben, vielleicht mit einem Baukastensystem. Also die mit der Technik nicht ganz fremdeln und nicht alles sofort outsourcen, sondern eben auch ihre PowerPoints bauen können, das Ganze vielleicht sogar dann auch ein bisschen internetfähig. Da gab es ja dann auch Entwicklungen der Darstellungsmöglichkeiten. Was heißt das für die in den ersten Schritten jetzt? Also, wenn das alles einfacher werden soll, im Sinne von effizienter, produktiver, wo ist die Anfangshürde zu sagen, ich fange jetzt an, ich nehme eine konkrete Aufgabe, die ich mir leichter machen will. Was würdest du empfehlen? Also, Frank, auch an dich in die Frage, ne? Also, was ist jetzt ein guter erster Schritt? Olga und dann Ja, Frank. also dann würde ich sagen, also der gute erste Schritt ist, jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, weil ich habe Ist jetzt viele erlaubt. Anfragen bekommen, dass die Leute sagen, wie kann ich denn Methoden in die KI bringen? Das heißt, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel, das innere Team habe ich jetzt gemacht, aber wie kann ich jetzt bestimmte Methoden, mit denen ich sonst manuell gearbeitet, wie kann ich daraus einen KI-Workflow bauen? Und das ist was wir jetzt anbieten, wo man sagen kann, ich helfe dir, die KI jetzt so zu verstehen, dass du deine Lieblingsmethoden in einen KI-Werkzeugkasten kriegst. Und das mache ich mit dir zusammen, mit den Kollegen auch in einem Workshop. Und damit hast du direkt ein Ziel. Also man Okay, kann natürlich ich so ein nehme mal ein Ziel zu Beispiel. haben. Man braucht ein Ziel. Ja, nehme mal ein Beispiel, weil das innere Team so schön passt, ne? Es gibt in der Mediation die Klärungshilfe als sehr profilierte Methode der Mediation. Da gibt es ein paar Bücher, da gibt es sehr, sehr überschaubar, das ist deutschsprachig begründet und da sind ein paar Leute, die in Deutschland das gebaut haben. Ich habe also so zehn Bücher, sage ich mal, zum Thema Klärungshilfe, ein paar Fachaufsätze, ja, vielleicht noch ein paar eigene Blogbeiträge damit. Was kann ich tun, wenn ich jetzt mit dir dort arbeite? Was wird geschehen? Also der Hintergrund ist ja, dass man erstmal selber weiß, boah, das dauert 3, 4 Stunden. Ne? Oder ich brauche das zu erstellen auf den Kundentext. Also man braucht ja erstmal so ein Ergebnisziel, wo man sagt, boah, wenn man das in 10 Minuten hinkriegen würde, das würde mir helfen, die Fehlerzahl zu reduzieren. Und dann haben wir erstmal ein Ziel, wo man drauf arbeiten müsste. Und dann würde ich mit denen entwickeln, weil wie kann man jetzt Prompts bauen? Das heißt, wie baut man eine Promptstruktur und wie nutzt man die KI, um die Prompts zu verbessern? Also zum Beispiel So, das dass innere man dann. Team. Ja, ich habe da eine Führungskraft, die hat Schwierigkeiten mit ihrem Team. Ich habe das innere Team als Konzept im Buch. Ich habe das Wertequadrat und Entwicklungsquadrat im Buch. Ich kann das ja alles als Klärungshelfer.
Ja, ich bin da ja firm. Warum sollte ich jetzt eine KI bauen? Was kann die mir bringen? Ja, auch der Ansatz ist erstmal, dass auch wenn man als Berater, wenn man ehrlich ist, man ist auch nur blind. Man kann sich erstmal ein inneres Team bauen lassen von der KI und das als Sparring nehmen. Und das nochmal sagen, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh, das ist mir nicht eingefallen. Das heißt, man kann die KI schon nutzen als Ideengeber, wo die KI auch drei, vier Szenarien auf einmal durchrechnen kann, was ich ja selber gar nicht kann. Also wenn ich so ein inneres Team entwickelt habe für Sales-Konzepte, da saß ich auch den ganzen Tag dran. Ich hatte dann sieben Teamspieler, was haben die gesagt, wie muss ich mit denen umgehen und so weiter. Du kannst aber jetzt auch, und das kommt jetzt das Interessante, man könnte natürlich, wenn man das kann man auch mit dem Kunden das zusammen mit der KI machen und sagen, guck mal hier, machen wir mal schnell, brauchen wir mal Viertelstunde, machen wir mal in einem Erstberatungsgespräch, können wir ja sagen, lass uns doch mal kurz schnell einen Überblick machen. Weil Kunden hassen ja nichts anderes, als stundenlang zu reden und kein Ergebnis zu haben. Das heißt, man kann mit die KI auch nutzen und zu sagen, wir machen mal die ersten Hypothesen direkt mit der KI und du suchst den mal raus, kommt dem was näher oder nicht näher. Damit kann ich mich sofort im Wettbewerb differenzieren, dass ich diese Systeme nutzen kann und habe meine Coworker mit und komme dann direkt zu einem Ergebnis, was ich direkt schön ausdrucken kann in der Tabelle und wo der Kunde dann sagt, ja, haben wir nicht oder haben wir nicht. Also das Schwierige ist ja immer für Ja, Kunden, okay. bei nichts anzufangen und zu sagen, machen wir mal ein weißes Blatt Papier. Hat die KI aber aufgrund, was der Berater macht, schon mal so ein Blueprint entwickelt und dann redet man darüber, dann hat man eine ganz andere Faszination, Attraktivität und man hat sich für selbst den Status, aber du kannst mit den neuen Sachen umgehen, du bist up to date. Ich glaube, da würde ich gerne noch einsteigen, Sascha, weil du auch gefragt hast, ne? Ja, Also wo kann man ja. jetzt irgendwie anfangen? Ich glaube, das ist genau der Punkt, was wir auch schon in den anderen Podcast-Folgen gesagt haben. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen und damit beschäftigen. Und ich glaube, es ist müßig, wirklich alles von der Pike auf sich selbst zu erarbeiten, sondern es ist wirklich hilfreich, sich mit anderen Leuten auszutauschen, zu vernetzen, zu gucken, was gibt es da schon und was kann ich für mich übernehmen und was passt für mich vielleicht nicht an der Stelle. Ne? Und da kann ich auch gerne nochmal für Holger Werbung machen. Ich war auch schon auf so einem KI Insights Barcamp, also wirklich ein Ganztagesformat, wo hunderte Leute zusammenkommen, die sich zu unterschiedlichen Themen rund um KI, Beratung, Coaching austauschen, Ansätze demonstrieren. Man kann mal wirklich Dinge ausprobieren. Man kann sich mit Leuten vernetzen und es ist ein wahnsinniger Marathon im Sprint gleichzeitig. Also die Vielfalt und Fülle an Themen, die man da bekommt, zusammen mit den Menschen, die das Ganze auch schon ausprobiert haben, die das vermitteln können, das ist einfach der Wahnsinn. Und sowas gilt es einfach zu nutzen und sich damit zu beschäftigen, weil da bin ich genau bei Holger. Es wird Veränderungen geben im Geschäftsmodell für uns alle. Und die Frage ist, was ist dann mein Geschäftsmodell denn irgendwie noch? Und wer bedroht mich denn eigentlich? Und ich glaube, es ist nicht die KI, die uns irgendwie bedroht, aber es sind die Kollegen und Kolleginnen, die mit KI dann im Gepäck unterwegs sind. Also die, die das nutzen und solche Werkzeuge beherrschen und das auch dem Kunden, so wie Holger gerade ja beschrieben hat, zeigen können, glaubhaft vermitteln können. Ne? Du kriegst bessere Ergebnisse in schnellerer Zeit oder ich kann noch mehr für dich anbieten, was vielleicht vorher gar nicht mein Themenfeld war. Die werden entsprechend besser werden und sich besser positionieren können als die Menschen, die, ich sag mal, im traditionellen Ansatz weiterhin unterwegs sind. Und für die gibt es mit Sicherheit auch immer noch einen Markt und es wird mit Sicherheit auch immer noch genügend Fälle geben, um unterwegs zu sein. Aber es wird eben die geben, ja, die mit KI und solchen Systemen und Technologien viel schneller an Dinge kommen, wo wir heute noch nicht dran denken können. Und das ist genau der Punkt, dran zu bleiben und sich damit zu beschäftigen. Ich baue mal das Szenario auf, um zu prüfen, ob das sozusagen ein Anwendungsbereich ist. Also wenn ich bisher als Klärungshelfer, ich nehme das Beispiel weiter, gesagt konnte beim Kunden oder auch nur für mich gedacht habe, das ist eine harte Nuss der Fall. Also das Team mit diesem Konflikt, das ist schwierig. Da muss ich nochmal in mich gehen. Bin nach Hause gegangen, habe mir nochmal das Lehrbuch rausgeholt, habe mich hingesetzt, habe gedacht, Mensch, das könnte der Charakter sein vom inneren Team, das könnte der sein. Ah, und da ist die Dynamik, die deutlich wird. Und je nachdem, wie gut ich jetzt mir das durchgelesen habe oder so, muss ich entweder das Buch nehmen oder kann das durch Nachdenken auf der Heimfahrt machen. So, aber dann gehe ich damit in das Kundengespräch rein und arbeite. Und möglich wäre jetzt sozusagen, wenn ich so eine KI baue, ich gehe mit dem sprechenden Lehrbuch als mein Coworker, als mein Sparringspartner, den ich beim Kunden auch aktivieren kann. Sagen kann, lass mal drüber nachdenken, wie das Team aufgestellt ist und wo möglicherweise Konfliktdynamiken sind. Ja, du kannst einen entscheidenden Punkt machen, was die KI jetzt ermöglicht, was vorher nicht war.
Also ich habe in meinen Präsentationen, die ich immer früher mit dem Kunden gemacht habe im Bereich Technologie, ich wollte immer, dass der Kunde selbst arbeitet. Das heißt, ich habe Beratungssysteme entwickelt, manchmal in dieser Vor-KI-Welt noch mit 400 Icons und habe dann Magnetkarten gehabt und habe auf einer Magnetkarte vorher sortiert, 40, 50 Icons und der Kunde hat dann selber sortiert, wie er sein Problem sieht. Mit dem Selbertun übernimmt man Verantwortung. Und diese Verantwortung bedeutet, und es kommt auch Stolz, ich habe was selber gemacht. Die KI bietet dir jetzt eine entscheidende Möglichkeit, dass du den Kunden in den Beratungsprozess einnimmst und der selbst Verantwortung übernimmt. Das Problem ist ja, wenn du nach Hause gehst, Sascha, bist du der Schlaue. Das heißt, du bist erstmal in dieser Rolle der Schlaue, ne? Aber eigentlich ist es ja total cool, wenn du dem Kunden hilfst, mit einer KI-Lösung selber das Problem eins zu beschreiben und schon, ich sag mal, wenn man jetzt in so einem Schleifengang-Modus denkt, ne, dass man so den ersten Schleifengang schon direkt mit der KI macht und sagt und gibt dem Kunde diese Oberfläche und er drückt an bestimmten Stellen und hat sein erstes Bild der Situation. Das bedeutet, und das wäre sozusagen eine abschließende Erkenntnis für mich auch heute, überpointiert formuliert, ich muss als Berater mehr darauf achten, dass ich die passende KI mitbringe. Denn Stand heute bin ich ja immer überrascht, was die sagt und bin mehr oder Ja. weniger beeindruckt. Aber in dem Moment, wenn ich das mit dem Kunden live mache, dann sollte die KI in Anführungsstrichen das Richtige sagen. Ja, So, und natürlich. das heißt aber, ich muss sie gut trainieren. Ja, also jetzt guter Punkt. Also man würde natürlich technisch gesehen sind das Systemprompts, ne, wo du der KI einen Rahmen gibst, eine Leitplanken, also Ja, so ein Leitplanken. Du würdest in der Tat einen Werkzeugkoffer haben. Der Werkzeugkoffer wären dann bestimmte Programme, Workflows, die du auf den Knopfdruck auflöst, wo du den Kunden mit einziehst. Der erste Punkt wäre, dass du entsprechende Prompts hast. Der zweite Punkt ist, dass du auch so ein Buch hast oder ein Frage-Antwort-Spiel. Die KI brauchst du in erster Schritt noch gar nicht trainieren, sondern es reicht zu bestimmten Themen, Frage-Antwort-Paare zu haben, das kann dir die KI auch erstellen, indem man dann auf bestimmte Kontexte die richtigen Informationen einlädt und hochlädt, aber das ist gar nicht mehr so technisch so schwierig. Der entscheidende Punkt, jetzt muss ich aber gerade sagen, du bist jetzt in der Lage, mit der KI jemanden, der ängstlicher ist, andere Wörter zu geben, als einem, der jetzt sehr fortschrittlich ist und fang mal dann an, der braucht andere Wörter. Du bist mit der KI in der Lage, auf den Kunden bezogen, die passenden Wörter und Anschlusspunkte zu finden. Und diese Dynamik kriegst du mit der Hand sehr schnell. Du musst unheimlich geistig beweglich sein, dass du für einen Pionier die Pionierwörter findest, für den Siedler die Städtewörter, geht mit einem gewissen Training. Aber da hilft dir die KI auf das Profil, direkt die passenden Schritte auszuwählen mit einem Sprachraum, der sinnvoll ist und an das vorhandene Wissen. Weil oft ist es ja so, das wird in deinem Bereich, aber im Technologiebereich wird der Frank das kennen, man muss als Techniker immer ganz gut aufpassen, dass man den Kunden nicht natürlich überfordert. Ne? Das heißt, dass die Anknüpfungspunkte fordernd sind, aber nicht zu weit weg sind. Und da kann dir die KI helfen, in deinem Beratungskontext auf den Kunden die passenden Wörter zu finden. Holger, das war hochinteressant, Klammer auf, auch wenn ich nicht alles verstanden habe, Klammer zu. Aber es hat mich irgendwie überzeugt, dass da was ist, dem ich nachgehen muss. Und zwar dann in meiner Geschwindigkeit von meinem Ausgangspunkt, aber etwas, wo ich sage, das ist noch ein ganzes Stück weit weg von mir. Also, und dennoch ist mir klar geworden, dass das hat Einwirkungen auf das, was wir machen als Berater. Und Frank, du hast das vor uns so auf den Punkt gebracht, ne? Nicht diese Maschine, nicht diese Technologie ist jetzt mein Mitbewerber oder so, sondern ich muss lernen, damit umzugehen. Also das nehme ich auch für mich hier aus dem Gespräch heute nochmal mit. Deshalb auch danke, Holger. Ne? Ich habe den gleichen Effekt wie auch Sascha. Ich muss mir den Podcast wahrscheinlich selbst noch zwei, drei Mal wieder anhören, um alles nochmal nachzubereiten.
Aber ja, ne, es gilt genau wirklich dran zu bleiben und ich bin immer noch begeistert und beeindruckt von der Geschwindigkeit, die nicht nachlässt. Ne? Also ich habe gedacht, so mit diesem ChatGPT-iPhone-Moment, so haben wir es immer bezeichnet, ne? Das war so ein Impact und jetzt kommen wir so auf so eine Talsohle und das wird dann erstmal eine Weile sich etablieren. Ganz im Gegenteil, es nimmt immer noch an Fahrt zu, die Geschwindigkeit ist enorm hoch, es kommen jeden Tag neue Dinge dazu und ja, es ist wirklich krass, damit Schritt zu halten oder das zumindest zu versuchen, damit irgendwie dabei zu sein, nicht überrollt zu werden. Und da bin ich total froh, dass es so Menschen wie Holger gibt, die sich mit so einer Vehemenz und Akribie in solche Themen reinknien und das dann auch wieder gut zugänglich machen. Ne? Also wieder in Richtung Commodity gehen. Man kann auf Dinge, auf Wissen aufbauen. Und das ist total wertvoll und super hilfreich. Insofern, ja, klasse, Holger, was du alles schon quasi als Pionierarbeit tatsächlich in dem Bereich auch für Mediatoren, Coaches, Berater hier leistest, denen das zugänglich machst, um solche Werkzeuge auch einfach integrieren und nutzen zu können. Das ist total klasse. Ja, genau. KI Insights, ne, ist deine Anlaufadresse. Wir werden das auch natürlich in den Shownotes nochmal bringen. Wir haben uns leider nicht auf dem Workshop, auf dem Kongress der GWS getroffen. Da warst du mit angekündigt. Aber im Netz, LinkedIn, überall bist du stark vertreten und damit sichtbar, hörbar, sehbar. Jedem, der da wirklich in die Richtung auch nicht nur denken und befürchten will, sondern sich auch dort erhellen will, dem sei da KI Insights empfohlen. Das ist eine gute Anlaufadresse. Die Ich Werbung habe auch sei erlaubt. hab Holger. mal einen Punkt. Also ich mache gerne immer mal so öffentliche Sessions. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte die Methode gerne mal umsetzen und ich habe da mal eine Frage, also dann kommt gerne, schreibt mir auch unter KI Insights über Artikel, weil ich mache dann gerne auch schon mal so Live-Veranstaltungen, lass uns doch mal eine Methode umsetzen, dass auch andere was lernen können. Wie geht man da strukturiert ran? Also bitte nimmt mit mir Kontakt auf. Und bei KIinsights.com habe ich über 109 Artikel geschrieben zu solchen Workflows und so weiter. Dann kommt auf mich zu und helft mit, nochmal das Ganze anfassbarer zu machen. So viel die Worte auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Holger ist da anschreibbar und ansprechbar. Holger, wir sind am Ende. Vielen Dank für diesen Gerne. Einblick und ich sag mal, bis bald. Bis bald. Danke. Danke auch. Danke, Holger. Tschüss. Ciao. So, das war die Episode zum Thema neue Technologien in der Mediation. Diesmal mit Holger Gehlhausen und wir haben über den heutigen Stand der Beraterwelt und der KI-Entwicklung gesprochen, deutlich geworden ist, wie muss ich mit dem Thema beschäftigen und dabei will ich es für heute auch belassen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst hier bei diesem Podcast, den du gerne abonnieren kannst, wenn du es noch nicht gemacht hast und ihn empfehlen auf LinkedIn oder auch indem du einfach ein Feedback hinterlässt auf Apple Podcast oder Spotify. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incafema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.